Dieser Kampf findet in der Gewichtsklasse Super Middleweight statt und geht über 4 Runden à 3 Minuten. Alles gut. Ich bin mal gespannt, wie der nächste Kampf losgeht. Der erste Kampf ging relativ schnell in den ersten Runde. Technisch ist low, das bringt nicht sehr. Ringfrei, Runde 1. Let's go. Okay, wirk ruhig und abgeklärt. Schöner Uppercut. Kevin Key wird wirklich ruhig abgeklärt. Mario Oberhauer ist etwas hektisch. Und getroffen. Und weiter geht's. Wie ich sage, Kevin hieß abgeknallt, schaut rüber, bleibt ruhig und normal, ist hektisch und wild ist. Hält ihn auch schön auf Abstand, schön auf Distanz. Ist ein kleines Tick größer wie Mario. Schöner Körpertreffer auf jeden Fall. Oh, und wieder. War an die Schläfe. We'll be right back.
weiter. Geht in die zweite Runde. Bin mal gespannt, wie es jetzt losgeht. Schwingfrei, Runde 2. Ich denke, Kevin bleibt weiter ruhig und abgeklärt. Schaut sich das Ganze an. Zwei Niederschläge. Der erste Runde auf jeden Fall schon. Aber jetzt macht er Druck und hat ihn wieder. In einer Runde dürfen maximal drei Niederschläge. Weiter will, macht immer noch Druck. Gute rechte Overhand. Ich denke, das ist die zweite Runde. Also, dass wir nicht zur dritten Runde kommen. Komm du jetzt, komm! Drehen, drehen, dann zu sein. Ja, aber ich fange an zu kammern. Lass uns ziehen! Ringrichter hat den Kampf abgebrochen. Ja, in der ersten Runde zwei Niederschläge, jetzt auch wieder. Oh, das ist auch nicht gut. Hier. So, die ersten zwei Boxkämpfe haben wir unter uns. Der nächste Kampf ist ein Muay Thai-Kampf. Berlin gegen Frankfurt. Javed Zafi, Jimosa Berlin gegen Johnny Peleza. Mein Jim Frankfurt. Dieser Kampf endete durch TKO in der Runde 2 nach einer Minute 42. Und der Sieger in der roten Ecke, Kevin Key. Wenn der Abend so weitergeht, haben wir nicht so lange Abend hier. Erster Boxkampf.